dann haben wir jetzt angefangen. Was war eigentlich der Grund, dass Sie diese Leimbinder-Methode gewählt haben? Also ganz klar ist einmal als erstes einmal die Wirtschaftlichkeit. Und zwar der hohe Vorfertigungsgrad eigentlich durch die Leimbinder im Werk. Er spart uns sehr viel Arbeitszeit eigentlich auf der Baustelle. Das heißt, die Halle, wie es da ist, mit ca. 35 mal 14 Meter, 14,5 Meter Spannweite, ist heute in der Früh angeliefert worden. Und heute am Abend sollte es eigentlich so weit sein, dass der Spengler mit der Dachentdeckung mit den Dachrinnen starten kann. Und der zweite große Vorteil ist eigentlich, es schaut sehr lässig aus. Durch den angehobenen Untergurt hat man zusätzlich auch noch eine höhere Nutzhöhe von der Halle. Bei diesem Bauvorhaben mit den Satteldachbinder haben wir 14,5 Meter Spannweiten und einseitig 2 Meter Dachvorsprung. Die Dimension richtet sich aber immer nach die jeweiligen Bauvorhaben und nach die örtlichen Vorkommnisse bzw. Schnee- und Windlasten. Es wird statisch berechnet. Dieser Binder wiegt ca. zwischen 14 bis 1500 Kilo. Ist 16 cm breit. Nach oben gibt es da eigentlich keine Grenzen, da sind nur technische Lösungen noch gefragt. Aber Spannweiten mit 30 bis 35 Meter Spannweiten ist eigentlich kein Problem.